Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das ist eine geile Szenerie hier. Und irgendwie scheint es hier immer Nacht zu sein. Oder bin ich mir halt nur ein? In der letzten Folge haben wir da ein paar Fallensteine erledigt, hier ein paar Fallensteine erledigt. Und wir wollten eigentlich hier hingehen, also machen wir da auch zu einem Leuchtturm. Aber wir werden natürlich wieder von allen abgelenkt. Auf dem Weg dorthin, ne? Da sehe ich zum Beispiel wieder was. Muss ja hier alles erkunden, den Fahrer, aber ich bin schon eine ganze Weile hier eigentlich. Jetzt nicht, dass ich mich beschwere. Also je länger man hier im DLC drin ist, desto besser, ja, ne? Was er weiß, dass das DLC nicht umsonst gekauft wurde. Und ja. Aber trotzdem, hier jetzt nicht, dass ich hier so lange rumhocke. Also Wochen verteilt. Aber ich habe also einen komischen Rhythmus gehabt in den letzten Wochen. Das versuche ich mir jetzt wieder abzugewöhnen. Deswegen will ich heute mal so 5-6 Parts aufnehmen. Noch mehr. Noch mehr Saft. Wir kann auch keiner trinken. Da ist ein Radioturm. Da. Also wahrscheinlich gibt es irgendwo voll einen einfachen Weg, da hoch zu gehen, ne? Und ich kletter hier, weil nicht überall die Bäume entlang. Und das ist ein Meierloch, oder? Nee, das ist kein Meierloch, das ist ein Wolf. Aber das meine ich auch nicht. Was ist hier? Starter Funkturm, ja. Hi, wer bist denn du? Da liegt ein Zettel. Was soll denn für Töne von dir gegeben? Ja. Jetzt hat nur so ein Ja. Gut. Kurz wieder vom Level ab. Weiß jetzt nicht mehr, was ich aufleveln wollte. Hätte ich vielleicht mal bei der Aufnahme nachgucken sollen. Ich habe mir noch nicht notiert, dass ich diese eine Kiste noch mal plündern sollte. Diesen brennenden Schiff. Was bist du denn da? Wim! Luca Cola. Trink lieber Coca-Cola, die ist amerikanisch. Wem wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Das ist auch irgendwie eine Anspielung an irgendein Getränk. Geschafft. Will eigentlich das Radio ausmachen. Ja, so, Radiosprecher durch Yeats. Geschafft, ich glaube nicht, dass mein Radio mit dem Turm verbinden konnte. Der Typ im Radio ist echt cool. Ist das wirklich der gleiche Kerl? Ich drehe auf jeden Fall besser die Lautstärke runter, will keine unnötigen Aufmerksamkeit erregen. Okay. Irgendjemand hatte wohl keinen Bock auf den seine Radiosendung. Schiebetür, was? So. Irgendjemand hatte wohl keinen Bock auf den seine Show. Köterkraut, oder? You've got Vim. So, kann ich den Radioturm aktivieren, falls denn, ja, glaube ich, schon aktiviert.
Funkturm meine ich. Noch keine Satellitenschüssel oder so, glaube ich. Gar nicht reparieren. So war auch nichts mehr. Na gut, weiter. Na ja, da ist der Nukleus oder Nukleus. Wir wollen da lang. Da sind schon wieder zwei, drei Sachen auf dem Weg. Ausgezeichnet. Lag irgendwas, gib mir das. Sehr gut. Das ist eine Kirche, gehen wir da ein. Die sind nicht so groß. Ich will nicht in die Fabrik rein, die sieht groß aus. Ich nehme an, da ist eine Fabrik, wegen dem Zeichen und so. Und hier ist... Ja, schon so ein bisschen Horror-Feeling hier alles. Bist denn du? Ein Pirat? Er hat ein Holzbein. Hey, gib mir 5. So. Gibt's nichts. Nö. Gut. Kirche, Kirche ist da. Da ist eine Mine oder irgendwie sowas. Will nicht zu weit auf Kurs gehen hier. Aber irgendwann. Ich dachte, das ist aber eine Atombombe. Ich möchte heute noch ankommen und die Mission erledigen und keine Ahnung. Vielleicht ein Level abhaben. Wenn es nicht zu viel verlangt ist. Wie weit ist denn da eigentlich noch? Alter! Ja, ich war schon viel weiter. Ich doch vielleicht zur Kirche gehen sollen. Da ist was am Leuchten, lass mal da hingehen. Da ist bestimmt irgendwas, was mich töten könnte. Logik. Wie sieht's mit dir aus? Wir haben schon. Ich hatte schon ein paar Punkte bei dir gesammelt. Hey, dann mal los, Captain. Nix, okay. Mann. Ich habe so viele Pluspunkte bei dir gesammelt. Du liebst mich immer noch nicht. Warum? Scheinbar von Northwood Ridge. Oh nee. Schon wieder fallen, schneller Mann. Ich hab keinen Bock auf die. Meine Munition reicht nicht mehr, wenn das so weitergeht. Uff. Er hat niemand gehört. Sehen. Nein, auf wen schießt sie ja? Longfellow! Oh, okay, gut. Los, mach den fertig. Also du den. Biolog, mach den fertig. Weiter. Killstil. Good game. Ja, ihr habt da noch Meyerlurks. Lass euch mal Spaß mit denen haben. Danger. Cliff Edge. Klippen, die von Menschen unterfahren könnten. Was? Ich würde lieber gegen die, au, kämpfen als,
Also die als gegen die blöden Meier. Was ist das? Ha, sehr gut. Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte. Ne, müsste echt nicht so viele sein, oder? So. Gib mir noch ein Level ab, dann werde ich, glaube ich, voll geil. Oh Gott, jetzt muss ich mich sowieso heilen. Aufpassen. Aber eine Granate da rumfliegt, wie so im Wind weht. Oh, er sieht mich nicht. Doch, er sieht mich. Werde ich gegen den kämpfen? Oh, gut. Der blutrünstige Majolok geht auf die Luft. Leise, ausgedehntes Lachen. Oh, was bist du dann? Du denn? Au. Hi, na. Hallo. Ha, Level 65. Ja. Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. Klopft sich einfach so einen blöden Meier. Besser wir kriegen es als jemand anderes. Genau. Das war's. Wir sind zu der meine. Eine einsame Strategie nicht in Frage stellen. Oh, ich hole mir mal mein Level ab. Was auch immer ich haben wollte. Ich glaube, ich habe auf irgendwas. Auf irgendwas hatte ich jetzt abgesehen. Was ist noch nicht mehr was? Lass mich bloß nichts Falsches holen. Das hier wollte ich haben, aber dann habe ich mich irgendwie umentschieden für irgendwas anderes. Ich glaube das hier. Aktionspunkte tun sich 25% schneller heilen. Aber rückblickend betrachtet ist das nicht schlecht. Weil Strahlungsschaden bekomme ich selten. Also. Ich kämpfe selten gegen Leute mit Strahlung. Die einzigen Leute, die ja Strahlungswaffen haben, sind die Bruderschaft, Roboter und Sins. Ja, und die sind jetzt nicht so häufig. Also, was wollte ich noch mal holen? Nutzer Sprache ist größer. Ausschreibung in Zeiten der Noten VTS einsetzen. Das geht doch schon so, oder? Ich glaube, ich wollte das hier nehmen. Action Boy. Ich meine AP schneller rein, das ist kampfmäßig irgendwie vom Vorteil. Also Waffen schneller nachladen, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich muss jetzt mehr so ein bisschen auf Kampfsachen ja gehen. Dann aufladen ein bisschen schneller geht. Wenn es Waffen und Rüstung jetzt zu seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Du hältst beim Ausschlachten mehr Gegenstände. Ja, okay. Das kann so am Ende. Genau, zwischen 18 und 6 Uhr hältst du plus 2 Intelligenz und Wahrnehmung. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Intelligenz und Wahrnehmung. Warte mal, Intelligenz bedeutet mehr Erfahrungspunkte. Mehr Erfahrungspunkte bedeutet schneller aufleveln, ne? Wahrnehmung. Also weiter tue ich mir. Das heißt, 8 und 6 Uhr, das sind 12 Stunden. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, nehmen wir das. Oder? Na komm. Hatte ich auch in Fallout 3. Aber da hat es ja auch nur begrenzte Sachen
die du nehmen kannst. Dort habe ich Intelligenz 11. Das jetzt bekomme ich auch mehr Erfahrung. Das heißt, ich kann jetzt immer nachts Gegenstände erstellen, wenn ich Erfahrungspunkte farmen will. Ja, eigentlich ist das intelligent schon. Oh Gott. So, ihr habt mir 5 Erfahrungspunkte gegeben. Gibt wahrscheinlich immer noch 5, ne? Oder 3, noch weniger. Keine Ahnung. Ist jetzt nachts. Das heißt, ich krieg jetzt 2 Intelligenz. Und heilige... Nein. Ja, ich hoffe, euch hat der Ort hier gefallen, weil wir verlassen ihn jetzt. Weil ich lege mich nicht mit diesem blöden Viech an. Jetzt nur nach oben gucken, ob ich irgendwas absagen kann. Au. Ich kann jetzt hier 5 Stunden lang stehen und mal wieder warten, bis die hier... Oh, was ist das denn? Ja, da kann man bestimmt nach unten mit, ne? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja nicht abgeschlossen, oder? Ja, gut. Okay, papieren wir uns von hier, aber das schaffe ich hier nicht lebend. Ich habe doch schon... Aber ich habe doch schon Stunden gebraucht, um das eine Viech zu erlegen. Dann kämpfe ich doch jetzt nicht gegen so ein blödes... eine Meierlock-Quinn, hallo? Vor allem, warum haben die hier eine Basis gemacht? Hier ist voll die Meierlock-Brutstätte. Hier sind überall Eier. Ah. Sag mal, wo kommt ihr alle her? Und ich will schon wieder nicht mein Schwert ziehen. Hallo? Wirf mich schon wieder. Oh fuck. Ha. Ha, durchbohrt. Alter, was zum... Ist das Ding hier? Wie soll ich mir jetzt irgendwie vorstellen, dass Viech wie King Kong hier irgendwie an so ein Gebäude klebt? Ach, naja. Na ja, wo ist dein Gesicht? Da. Ich meine, dein Kopf natürlich. 1000 Mal Entschuldigung. Oha. Ich will unbedingt noch einen Schlag abkriegen, Mann. Au! Alter. Oh, ich geh jetzt einfach. Pass auf. Das will ich, weiß ich nicht. Ich hab jetzt irgendwelchen anderen Leuten hin. Und wen kämpft ihr denn hier schon wieder? Red Huhn. Ha, ich hab das Huhn getroffen. Keine Erfahrungspunkte bekommen. Oh Gott. Alter, wir müssen flüchten, Kollege. Siehst du nicht, was da für ein Viech hier auf uns ballert? Alter, manchmal ziehe ich echt nicht mein Schwert. Alter!
Hey, überall sind diese blöden Dinger jetzt. Bist euch. Alter, ich will doch nur hier durch. Genau, das ist eine Kirche, glaube ich. Irgendwie denke ich 91. Okay, danke. Aber ich muss ja rennen. Ich bin ein bisschen zu blöd. Ich bin die ganze Zeit hier in Lebensgefahr. Freut mich immer noch so ein Schlüpfling. Geh mal irgendwo hin, wo es sicher ist, hoffentlich. Ich will doch nur zu diesen einen Quest. Boah. Wie war denn eigentlich die ganze Zeit hier über irgendwas streitbar? Na, ich gehe jetzt auch zur Kirche und ihr könnt mich nicht aufhalten. Oder weiß noch. Da, jetzt kriege ich 53 Erfahrungspunkte. Früher kriege ich, glaube ich, 51 Erfahrungspunkte. Das sind zwar nur 2 Erfahrungspunkte, aber die Masse. Jetzt kriege ich auch für jeden Gegner, für jedes Schloss, für jedes Terminal, was ich nachts knacke, kriege ich jetzt immer ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Hätte ich schon früher nehmen sollen. Grün. Au. Ich will auch mal irgendwo hin, ohne Lebensgefahr zu schweben. Los, gib mir deine Arme. Schlitz ich ab. Oh Mann. Seine Beine mal ein bisschen verkrüppeln. Au. Mit gegen den Schädel. Uff. Sehr gut. Beine kaputt? Nö. Nein, jetzt muss ich erst nachladen. Nein. Extrem episches Nachladen. Eine Sekunde. Au. Ja, die Beine jetzt. Nö. Mich vor, dass hier keine Ghule gibt, die wieder irgendein Zeug auch einwerfen. Die blöden Ghoul Reaper. Fallout 3. Die haben irgendwie sich im Bauch gefasst und dann irgend so ein grünes Zeug auf eingeworfen. Das explodiert ist. Ja, wo ist meine zweite Bohnenkugel? Da. Perfekt. Dann kann ich ja. Ja, den Part beenden. Erstmal irgendwo ein Bettchen oder so. Am besten nicht so eins. Mein Gideon Buttercup. Bittercup. Soll ich so eins mitnehmen? Ich glaube, ich habe nicht genug Platz. Doch, habe ich. Mitnehmen. Ich will mir ja zu Hause hinstellen. So, irgendwo ein Bettchen am besten. Wim. Das Geld, sehr gut. Ah, leck mich. Ich geh jetzt nicht zurück. Ich außer hätte ich jetzt Zeit. So, gut. Dann kann ich hier ein paar Bänden. Die Nacht ist vorbei, verdammt, jetzt kriege ich nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.